Es erinnert ihn an die Lichter von, keine Ahnung, erinnert mich aber auch. Das sieht hier wieder so nach so einem komischen Kartensymbol irgendwas gedrisselt aus, was man irgendwie hindrehen muss, was ich die letzten zwei, dreimal auch schon nicht verstanden habe. Warum es funktioniert hat, wenn man es gedreht hat. Ob es da irgendeine spezielle Tic-Tac hinter gab, keine Ahnung. Hier liegt noch eine Waffe. Der streckt uns die Zunge raus, ist ja höflich. Wo waren denn jetzt da? Ja, da werden wir geröstet. Wenn wir da drauf drücken, werden wir geröstet. Ist hier ein. Ach, hier sind Symbole. Das habe ich doch hier im Notizbuch gesehen. Und das jetzt lesen könnte. Aber das ist auf jeden Fall dieses Symbol hier. Würde ich sagen. Eventuell müssen wir hier drauf drücken. Keine Ahnung. Erstmal die anderen noch angucken. Ja, das ist ein anderes Symbol. Und hier wird man zerquetscht. Mit Stacheln. Und die Tür scheint sogar noch zuzugehen. Das ist natürlich ganz toll. Wahrscheinlich geht erst die Tür zu und dann kommen ganz langsam die Wände. Wieder ein anderes Symbol und hier ist wohl auch Rösten angesagt. Sammeln gerade hier jede Menge Munition ein. Wo ist unser Schätzchen eigentlich? Ist die noch hier unten? Nö, sie ist nicht mehr da. Doch, da. Okay. Sie erinnern mich an die Lichter in den Tempeln. Ja, dann würde ich sagen, wir vertrauen dem Notizbuch und drücken das, wo, ja, dieses Symbol, was auch im Notizbuch ist, da drücken wir drauf und hoffen, dass wir nicht gegrillt werden. Hier war das nicht. Es war hier irgendwo. Ja, okay. Lass uns die. Drückt mir die Daumen. Es passiert irgendwas. Da! Ja, und jetzt? Jetzt ist das Ganze mal hochgefahren und ich bin nicht dabei? Verdammt. Ach, da ist jetzt ein Weg. Okay. Ah. Hallo. Na? Ich hab wieder ganz gemacht. Sie sagt nichts. Und jetzt? Was müssen wir jetzt? Müssen wir jetzt höher oder? Ich drücke einfach. Es fuhr sogar direkt nach oben. Das war nämlich jetzt einfach nur geraten, dass der hier für hoch ist. Okay, scheint richtig gewesen zu sein. Dann bin ich mal gespannt. Ich habe gerade ein Jucken in der Nase, das ist unglaublich. So, wir sind jetzt irgendwo, keine Ahnung, oben. Und du? Du? Sagst du was? Nein? Schlangenauge? Ja, unser Schätzchen mit den Schlangenaugen. Sie folgt uns wieder, okay. Dann gehen wir mal hier raus und. Quatermain, das ist überwältigend. Vielleicht gehen wir ja in die Geschichte ein. Oder verfrüht ins Grab. Wenn das wirklich Chibalba ist, werden die Wächter nicht leicht zu besiegen sein. Den Legenden zufolge wurde dem letzten Ajor, dem König der Stadt um Chibalba, von Hunkame und Wukubkame befohlen, den Zugang zu bewachen und. Die schon wieder? Warte mal.
Die Herrscher dieser Stadt? Dann müssen Sie die Brüder sein, die das Herz von Atlantis erschaffen haben. Willst du das Ende der Geschichte hören oder nicht? Sorry. Erzähl weiter. Der König hinterging die Götter und versuchte, das Herz zu stehlen. Als er Chibalba betrat, nahm Wukub Kame ihm das Leben, indem er seine Organe verspeiste, eins nach dem anderen, und dann von seinem Körper Besitz ergriff. Ich dachte, da käme jetzt noch eine längere Geschichte. Und hab mir hier heimlich ein Stück Käse in den Mund geschoben. Aber verdammt. Erzählt ihr dann nur so einen halben Satz? Der sieht ein bisschen tot aus. Karte, hey, haben wir schon lange nicht mehr. Sorry, warum steckt er die jetzt wieder weg? Ich habe doch null Ahnung, wie man die Karte wieder zum Vorschein holt. Aber wir kriegen jetzt wenigstens angezeigt, wann wir den Kompass rausholen sollen. Das ist doch schon mal gut. Wo ist sie denn jetzt hingelaufen? Nice. Müssen wir hier also jetzt auch bei jedem Schritt noch aufpassen. Laufen ist also hier keine gute Idee. Gut, tendiere ich ja sowieso eher nicht dazu. Aber ich traue der Sache nicht hier. Naja, solange die Falle sich so harmlos auswirkt, ist mir das ziemlich egal. Was ist das hier? Ich kann auf jeden Fall nicht so ohne weiteres hinlaufen. Wo ist sie überhaupt? Ach so, ich musste hier nur lang, um hier wieder rauszukommen. Okay. Wo ist sie eigentlich, dass sie sagen konnte, das ist eine Falle? So, der Kompass sagt schon wieder was. Diesmal in die Richtung, okay. Zum Glück sind die nicht am Leben. Berühmte letzte Worte. Da ist sie. Also geht's da lang weiter. Hier hinten ist aber irgendwo noch ein Artefakt. Ist das wieder eine Falle? Pass auf! Okay, und was jetzt? Jetzt nehme ich mir einfach erstmal das da. Jetzt ist ganz zu, okay. Ich krieg Schaden? Ach! Ich behaupte aber mal, dass ich das muss. Da ist, hat sich nämlich was getan, wie ich das kaputt gemacht habe. Also außer den Käfern, dass die Käfer da rauskamen. Kann ich da oben drauf? Nein. Ja, hat doch funktioniert. So. So. Noch was? Nein. Wo war sie jetzt? Da? Noch was? Alter. Ach, jetzt aber da bei ihr irgendwo. Nee. Ach so, ich sollte vielleicht mal diesen machen. Bitte, gern geschehen. Sie ballert noch auf irgendwas? Ach, da kommt noch mehr. Gut. Aber. Ne, der Kompass zeigt nach da. Gerade hat er ja kurzzeitig durchgedreht. Irgendwie in eine andere Richtung. Da hinten. Das ist doch auch wieder irgendwas. Ja, war so klar. Wie krieg ich dich jetzt auf? Ach? Ach? Okay.
Welches Gewehr habe ich? Ist das besser? Weiß ich nicht. Außer der Sniper mag ich ja die ganzen Gewehre nicht so wirklich. Wie komme ich denn hier rein? Das ist eine Bodenplatte. Okay. Drüber springen? Nein. Nein, nicht. Na. Nein. Muss doch gehen. Alter. Ja, stell dich doch in den Weg. Wie wär's, wenn du dich da drauf stellst? Ne? Hä? Na, also ich kann, glaube ich, so früh abspringen, wie ich will. Nein. Nein. Nein, selbst wenn ich in der Luft bin, wird das anscheinend ausgelöst. Da frage ich mich echt, wie schaltet man das jetzt wieder ab? Ich glaube nicht, dass das hier zugehört. Ich möchte das haben. Wenn ich weiß, wo ein Artefakt ist, dann hätte ich es auch gern. Obwohl was, ja. Naja, wir haben es ja schon mal was liegen lassen. Aber, hast du eine Idee? Ne, du kommst jetzt gerade hier nicht durch, ne? Hallo. Vorne noch ein Artefakt? Ich bin mir sicher, dass das der richtige Weg ist. Wir müssen an dem Tor vorbei. Okay, da unten ist noch ein Artefakt. Und hier kann man runter. Da könnte man auch rüber. So. Aber wie kriegt man das da hinten? Ja, ihr habt ja gesehen, ich bin da auf die unterschiedlichsten Art und Weisen gesprungen und trotzdem wurde das immer ausgelöst. Ja, hier liegen auf jeden Fall auch erstaunlich viele Leichen rum. Ja, das wird, was der jetzt anzeigt, wird das sein von gerade. Das gefällt mir nicht. Alter, der lässt sich gar nicht beeindrucken. Der lässt sich von der Taschenlampe nicht beeindrucken. Wie verpasst man dem denn einen? Und vor allem geilerweise, wo war denn das letzte Mal gespeichert? Hier, ne? Das heißt, ich bin mir sicher, dass das der richtige Weg ist. Wir müssen an dem Tor vorbei. Das hier müssen wir nur neu holen. Ja, und hier kann man doch nicht ohne Grund hin. Oh. Okay. Da sollte man nicht runterplumpsen. So, und jetzt kamen hier die Viecher irgendwie. Was ist das hier?
Was machst du denn? Du vergnügst dich mit dem Felsen da. Okay, na dann soll dir vergönnt sein. Was uns da eben getötet hat, kann das sein, dass das die hier sind? Nur halt noch gefangen, die sind gefangen hier von diesen Wurzeln. Ich will es hier nochmal wissen. Ja, jetzt rennen wir nicht den Weg. Nee. Selbst wenn das, obwohl das ja jetzt noch nicht zu war, ich bin da vorne von Widerstand geflogen. So, wo kamen die Viecher gerade her? Da glitzert doch irgendwas. Das werden Glühwürmchen sein, okay. Da, ja, die sind aus den Wurzeln. Ach, man muss denen auf das Rote schießen. Ah. Der Himmel jagt uns. Der Mönch hat nicht übertrieben. Okay, wenn man es mal weiß, passt das ja auch. Ich hatte eigentlich auf Nachladen gedrückt, dann wechselt er die Waffe. Hier oben war jetzt wieder irgendwie ein Artefakt gezeigt? Nee. Ist das falsch im Kopf? Hat der nicht von da unten hier hoch gezeigt? Da ist ein Skill-Ding. Ach so. Ich bin gerade jetzt ein bisschen verwirrt, wo wir hier schon überall rumgelaufen sind und wo nicht.